Recht herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Ländle TV, der Tag am 10. Oktober. Heute mit diesen Themen. Mehrere Millionen Euro an verwendbaren Lebensmitteln landen jedes Jahr im Müllkübel. Mit der Initiative Lebensmittel sind kostbar soll hier gegengesteuert werden. Dietmar Menzinger eröffnet das erste Bierfachgeschäft in Vorarlberg. Und am Wochenende macht der Föhn eine kurze Pause. In einer gemeinsamen Pressekonferenz am Freitag machten Handel, Umweltverband und Bauernschaft auf die Verschwendung von Lebensmitteln aufmerksam. Mit der Initiative Lebensmittel sind kostbar soll Bewusstsein geschafft werden. Die Vorarlberger Haushalte verschwenden jährlich Lebensmittel im Wert von mehreren Millionen Euro. So wirft der durchschnittliche Haushalt 27,5 Kilogramm oder 300 Euro an verpackten und genießbaren Lebensmitteln pro Jahr fort, Speisereste und verdorbene Nahrung nicht mitgezählt. Doch selbst abgelaufene Ware ist nicht sofort verdorben, informierte Rainer Siegele vom Umweltverband. Die richtige Lagerung im Kühlschrank kann die Haltbarkeit von Nahrungsmitteln beeinflussen. So gehören Fleischwaren nach unten, Milchprodukte mittig und von Natur aus haltbare Lebensmittel nach oben im Kühlschrank. Aber auch sonst können alte Lebensmittel wie Brot noch verwendet werden. Spontan fällt mir nicht ein, was man mit Brot alles machen kann. Oder? Schwarzbrot schmeckt am nächsten Tag, also am zweiten Tag besser, als wenn es ganz frisch ist. Aus Weißbrot kann man Knödelbrot selber schneiden, selber die Knödel machen, ohne dass man das Brot gleich wegschmeißen muss. Auch das Land Vorarlberg setzt auf eine Sensibilisierung der Bevölkerung. Bereits jetzt informiert der Schlauberger Fuchs Ricky an Vorarlberg Schulen und Kindergärten über richtige Mülltrennung. Ja, Ricky ist eine Kampagne der Vorarlberger Landesregierung, wo wir verschiedene abfallwirtschaftliche Themen schon bei den Kleinsten verankern wollen. Das heißt, Ricky geht in den Kindergarten und erklärt den Kleinen schon, welche Abfallvermeidungsmaßnahmen bzw. Abfalltrennungsmaßnahmen ganz wichtig sind, um Vorarlberg möglichst sauber zu halten. Da gibt es auch einen 300-Euro-Schein. Was ist denn das? Also zur Kampagne Lebensmittel sind kostbar. Mit diesem Thema haben wir uns natürlich auch beschäftigt. Gibt es einen 300-Euro-Gutschein, der symbolisch dafür steht, dass in jedem Vorarlberger Haushalt im Jahr Lebensmittel im Wert von 300 Euro weggeworfen werden. Und der Gutschein soll einfach klarlegen, was man machen kann, damit man diese Lebensmittel nicht wegschmeißt und dieses Geld für die Familie gewinnt im Prinzip. Soweit zur Pressekonferenz. Lebensmittel sind kostbar und weitere Meldungen des Tages gibt es nun im Überblick. 60-Jährige wegen Messerattacke verurteilt. Am Landesgericht Feldkirch wurde am Freitag eine 60-jährige Feldkircherin wegen versuchter, absichtlich schwerer Körperverletzung zu einer bedingten Haftstrafe von 6 Monaten und zudem zu 1.440 Euro unbedingter Geldstrafe verurteilt. Die Frau war mit ihrem Lebensgefährten im März dieses Jahres in Streit geraten. Daraufhin holte die Frau ein Messer aus der Küche und stieß es dem auf der Couch liegenden in den Oberschenkel. Der Mann wurde leicht verletzt, die Alkoholikerin ist unbescholten und zeigte sich zu den Tatsachen geständig. Mopedfahrer bei Kollision mit Traktor schwer verletzt. Ein jugendlicher Mopedfahrer kollidierte Freitag früh auf der Widnauer Straße mit einem Traktor. Der Jugendliche fuhr gegen das hintere Rad des voranhabenden Traktors und verletzte sich dabei schwer. Der 15-Jährige wurde mit dem Helikopter ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert. Und Ladendiebe in Bludenz festgenommen. Beamte der Polizeiinspektion Bludenz konnten 2 Ladendiebe festnehmen, die am vergangenen Mittwoch in 2 Einkaufszentren in Bludenz mehrere Ladendiebstähle begangen hatten. Den beiden in Rumänien wohnhaften Männern im Alter von 25 und 28 Jahren konnten 2 Diebstähle und 2 weitere versuchte Diebstähle in Bekleidungs- und Sportgeschäften nachgewiesen werden. Beide Männer wurden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Zu einem guten Essen eine besondere Flasche aufmachen. Was für Wein funktioniert, gilt für Dietmar Menzinger auch für Bier. Er eröffnet mit dem Hops & Malt das erste Bierfachgeschäft Vorarlbergs. Dietmar Menzinger, Sie öffnen hier in Dornbirn eine Bierspezialitätenhandlung. Wie kommt man auf so eine Idee? Ja, wie kommt man auf so eine Idee? Ich war 2009, längere Zeit, also ein Jahr, auf Reise mit meiner Lebenspartnerin.
Und da haben wir eine Weltreise gemacht und haben natürlich die Chance gehabt, ganz viele verschiedene Biere zum Entdecken und auch zum Probieren. Und da ist mal die erste Idee entstanden, das zu machen. Und die Idee hat mich eigentlich nie losgelassen. Und letztes Jahr im Dezember waren wir wieder in Australien und da habe ich dann den Entschluss gefasst, so einen Job könnte man im Ländle machen mit vielen internationalen Bieren, wo nicht für jedermann zugänglich sind. In was für einer Bandbreite bewegen wir uns hier? Was ist denn das Exotischste, was Sie im Angebot haben? Also exotisch habe ich jetzt eine sehr interessante Brauerei für Österreich, die macht Kürbiskernbier. Dann habe ich wieder andere Brauerei aus Österreich, die macht ein Kirschbier oder ein Kaffeebier. Das sind sehr interessante Geschmäcker. Und es sind keine Radler, sondern diese Stoffe werden wirklich in den Brauprozess hinzugefügt und gibt ganz interessante Geschmäcker und exotische Geschmäcker. Und das kommt bei der Lütto sehr gut an. Ja. Freiburg ist ein Land der Bierbrauereien. Welche Erwartungen haben Sie da für die Zukunft? Also da bediene ich definitiv mit meinem Shop eine Nische, ja, die was, ich sage jetzt mal sogenannte Bierliebhaber, die was interessiert sind für unterschiedliche Geschmäcker, Edelbiere, Spezialbiere zum Ausprobieren. Und da ist es sehr interessant, einmal zu einem guten erst so eine Flasche Bier aufmachen oder auch zu mehreren Gängen unterschiedliche Biere aufmachen, so wie man es von der Weinkultur her kennt. Und das denke ich, dass das sehr gut ankommt, weil das ist noch sehr unbekannt und das kommt immer mehr und das denke ich, dass das die Zukunft ist. Ja. Was ist Ihr persönlicher Favorit? Mein persönlicher Favorit, das sind generell die trappischen Biere von Belgien und ein Favorit, das ist das Chimay. Das trinke ich sehr gerne. Ja. Soweit zu Dietmar Menzinger und dem Bierfachgeschäft Hops & Malt. Und bei uns geht es weiter mit den Meldungen aus der Welt des Sports. Heimspiel am Samstag für die Lorenzlift VU Feldkirch und den AG Elastik ERC Lustenau. Die Montfortstädter bekommen es in der Freiberghalle mit Zell am See zu tun. Die Lustenauer treffen in der Rheinhalle auf Liga Neuling Kitzbühel. Spielbeginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Ländle TV zeigt die Highlights beider Partien ab Dienstag im Wochenmagazin. Und auch Handball steht am Samstagabend auf dem Programm. Bregenz trifft im zweitrunden Hinspiel der EHF Cup Quali zu Hause aufs Kern. Der Alpler HCH matcht sich im Rahmen der Handballliga Austria ebenfalls zu Hause mit St. Pölten. Anpfiff ist jeweils um 19 Uhr. Soweit zum Sport und was morgen in den Vorarlberger Nachrichten steht, erfahren Sie jetzt. Bei Windkraft sind Behörden und Bürger am Zug. Neue Landesregierung sichert Zustimmung bei positiven Behördenverfahren und Bürgerwillen zu. Grenzgängerpensionisten, Verband fordert endlich Gerechtigkeit. Und für den schwerbehinderten 4-jährigen Emilian, Contima hilft, das Leben ein bisschen leichter machen. Das war's auch schon wieder von einer Ausgabe Ländle TV Diertag. Sie sehen im Anschluss noch das Wetter. Ich verabschiede mich bei Ihnen und wünsche Ihnen einen guten Start ins Wochenende. Tschüss. Die Vorarlberger Nachrichten digital. Genießen Sie mit den Tablets der neuen Generation Ihre VN in gewohnter Aufmachung. Lesen Sie Ihre VN digital im Offline-Modus, wann, wie und wo Sie wollen. Der Originaltext ist bei einem Tablet mit 12,2 Zoll Bildschirm ohne Vergrößerung lesbar. Mit der neuen Abendausgabe erhalten Sie die aktuellen lokalen Nachrichten schon kurz vor 19 Uhr. Jetzt VN Digital inklusive 12,2 Zoll Tablet bestellen. In der heutigen Nacht liegen die Temperaturen zwischen 13 und 21 Grad. Der Wind weht mit 10 km/h aus Süd-Südosten. Morgen liegen viele Wolken über Vorarlberg und der Föhn legt eine Pause ein. Am Vormittag ist es oft noch trocken, die Sonne ist hinter der Schichtbewölkung aber nur mehr schwach erkennbar. Am Nachmittag zieht eine Staffel an Regenschauern übers Ländle. Trocken und freundlich mit ein paar Schleierwolken geht es durch den Sonntag. Am Montag kehrt der Föhn zurück ins Ländle, der Morgen startet sonnig, von Westen her wird es aber zunehmend bewölkter. Im Laufe des Nachmittags bis abends können von der Schweiz her Regenschauer aufziehen. Und am Dienstag ist es wolkig bei Temperaturen von 14 bis 18 Grad.